Millionen von Menschen strömen heutzutage in die Fitnessstudios dieser Welt mit dem Ziel, einen starken und ästhetischen Körper zu formen. Nahezu allen ist also bewusst, dass der Körper trainiert werden muss, damit er Muskulatur aufbaut. In diesem Video wollen wir uns jedoch mal ein wenig genauer anschauen, welche Mechanismen tatsächlich für das Muskelwachstum verantwortlich sind. Brad Schönfeld veröffentlichte im Jahr 2010 einen Artikel mit über 200 Zitationen zum Thema Krafttraining und Muskelwachstum, in welchem er das Drei-Faktoren-Modell vorstellte. Dieses Modell sollte die drei wesentlichen Treiber für das Muskelwachstum darstellen: Muscle Damage, Metabolic Stress und Mechanical Tension. Doch es lohnt sich, das Paper nicht nur oberflächlich zu überfliegen, sondern auch ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen und auch neuere und andere Studien und Untersuchungen heranzuziehen. Beginnen wir damit, den Punkt Muscle Damage ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Viele Leute haben immer noch folgendes Bild im Kopf: Wir trainieren, der Muskel wird beschädigt, wir bekommen Muskelkater, der Körper repariert dann den Muskel und am Ende ist der Muskel größer als zuvor. Das stimmt aber leider nicht so ganz. Fangen wir zunächst damit an, dass zwischen Muskelkater und Muskelwachstum tatsächlich kein direkter Zusammenhang besteht. Im Extremfall kannst du in all deinen Trainingsjahren kein einziges Mal Muskelkater haben und trotzdem kiloweise Muskulatur aufbauen. Wenn ich als nicht gerade der trainierteste Ausdauersportler heute einen Marathon laufen würde, dann würde ich vermutlich morgen früh mit dem Muskelkater meines Lebens aufwachen, hätte allerdings absolut nichts für meinen Muskelaufbau getan. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie ein paar Leute sagen werden: Ich habe aber nach jedem Training 5 Tage Muskelkater und habe trotzdem 10 Kilogramm Muskeln aufgebaut. Nun ja, eine Korrelation impliziert noch lange keine Kausalität. Oder anders ausgedrückt, nur weil du mit Muskelkater Muskeln aufgebaut hast, heißt nicht, dass der Muskelkater irgendetwas damit zu tun hat. Du hast zufällig auch nur irgendwas anderes richtig gemacht. Springen wir jetzt vom Muskelkater zu der eben erwähnten trainingsbedingten muskulären Schädigung, sieht die Sache leider nicht mehr so eindeutig aus. Die Studienlage ist größtenteils sehr spekulativ und bisher konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen Muscle Damage und Muskelhypertrophie nachgewiesen werden. Selbst Schönfeld, der dieses Modell aufstellte, schloss den Abschnitt Muscle Damage mit den Worten ab, dass die Möglichkeit bestehe, dass geschädigte Muskelfasern eventuell die Aktivität der Satellitenzellen der Muskulatur stimulieren, sodass die Hypertrophie gefördert wird. Auf irgendeine Weise hat dieser Faktor also vermutlich irgendeinen Einfluss auf das Muskelwachstum, ob dieser allerdings signifikant ist, lässt sich nach heutigem Stand nicht feststellen. Sehr wahrscheinlicher ist vielmehr, dass es sich um einen sekundären Treiber handelt und andere Faktoren eine deutlich größere Rolle spielen. Wenn wir den Muscle Damage also zumindest einmal einklammern können, was sorgt dann wirklich für Muskelwachstum? Vielleicht der metabolische Stress? Und was bedeutet das überhaupt? Im Allgemeinen beschreibt metabolischer Stress eine Belastung des Stoffwechsels durch externe Faktoren. In unserem Fall ist es die Belastung der Muskulatur durch körperliches Training. Während wir trainieren, entstehen immer mehr Metaboliten wie Laktat oder Wasserstoffionen. Je länger die Belastungsphase andauert, desto mehr dieser Abbauprodukte reichern sich im betroffenen Muskel an und desto höher ist der metabolische Stress. Was dann passiert, werden sicherlich die meisten von uns schon einmal gespürt haben und für einige löst genau dieser Effekt ein Glücksgefühl im Training aus. Die Muskulatur fängt an zu brennen, die Muskelzellen schwellen an und wir bekommen den sogenannten Pump. Aber was ist denn nun? Führt hoher metabolischer Stress zum Muskelwachstum? Die Antwort darauf lautet ganz klar: Jein. Auf keinen Fall ist metabolischer Stress der primäre Faktor für Muskelaufbau. Dafür gibt es einfach viel zu viele Gegenargumente. Zum Beispiel würden kürzere Satzpausen unsere Muskeln deutlich mehr zum Brennen bringen. Man konnte jedoch bereits mehrfach zeigen, dass moderate bis längere Satzpausen den kürzeren Satzpausen in Bezug auf Muskelaufbau überlegen sind. Des Weiteren wird leichtes Gewicht, welches wir für 50 bis 100 Wiederholungen bewegen können, ebenfalls höheren metabolischen Stress auslösen, ist für den Muskelaufbau allerdings nachweislich ineffektiv. Auf der anderen Seite konnten einzelne Studien eine höhere Ausschüttung von Wachstumshormonen feststellen, wenn der metabolische Stress höher ausfiel. Aus diesem Grund sollten wir Metabolic Stress ebenfalls eher als sekundären Treiber für Muskelwachstum ansehen und ihn als Tool in unser Training einbauen. Beispielsweise um ein Feedback zu bekommen, ob wir tatsächlich den gewünschten Muskel treffen, um durch das gute Pumpgefühl nicht den Spaß am Training zu verlieren oder die positiven hormonellen Auswirkungen mitzunehmen. Beachten sollte man dabei nur, dass der Stress nicht so hoch ausfallen sollte, dass er unser restliches Training negativ beeinflusst und dem primären Faktor für Muskelaufbau im Weg steht: der Mechanical Tension. Grob ausgedrückt beschreibt die Mechanical Tension oder auch mechanische Spannung die Kraft, die an unseren Muskelfasern zieht.
Hänge ich beispielsweise ein Gewicht an meinen Arm, steht die betroffene Muskulatur, wie in diesem Fall der Bizeps, unter Spannung. Das alleine reicht allerdings noch nicht ganz aus, um Muskeln aufzubauen, denn der nächste Schritt ist, dass ich unter dieser Spannung eine konzentrische und exzentrische Bewegung ausführe. Den meisten ist sicherlich bewusst, dass das Training mit Gewichten so funktioniert. Viele verstehen jedoch nicht, dass es viel wichtiger ist, die Kraft, die auf den Muskel wirkt, zu maximieren, anstatt ihn mit unzähligen Metaboliten vollzupumpen. Aus diesem Grund sollte die mechanische Spannung und die Erhöhung dieser über die Zeit im Training immer an erster Stelle stehen. Oder anders ausgedrückt, um meine persönliche Empfehlung in einem einzigen Satz zusammengefasst: Du solltest primär mit hohen und sich immer weiter steigenden Gewichten trainieren, welche du mit sauberer und konstanter Technik in einem sinnvollen Wiederholungsbereich in der Nähe deiner Belastungsgrenze bewegen kannst. Viel zu häufig sehe ich aber leider Fitnessstudio-Besucher, die alles andere machen, außer hart zu trainieren, und denken, wenn der Muskel ein bisschen brennt, dann wird da auch schon was wachsen. Dabei urteile ich über niemanden, denn jeder hat schließlich seinen eigenen Grund, ins Gym zu gehen. Aber wenn tatsächlich der Wunsch besteht, Muskeln aufzubauen und es an eigentlich solch einfachen Dingen scheitert, ist es natürlich mehr als schade. Schauen wir uns jetzt noch einmal schnell an, was deine Learnings aus diesem Video sein sollen. Erstens, Muskelkater ist für Muskelwachstum absolut nicht notwendig. Zudem sind alle Theorien, die davon ausgehen, dass Mikrotraumata in den Muskeln direkten Einfluss auf den Muskelaufbau haben, eher reine Spekulation. Zweitens, die Anhäufung von metabolischem Stress in unserem Training kann für das Muskelwachstum hilfreich sein, sollte allerdings eher an sekundärer Stelle stehen und nicht dazu führen, dass wir im Training weniger leistungsfähig sind. Drittens, priorisiere im Training die mechanische Spannung, die du deinen Muskeln aussetzt. Belaste deinen Körper demnach mit Gewichten, die ihn fordern und zur Anpassung zwingen. Das war's auch schon für heute. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann ab in die Kommentare damit und lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, um auch in Zukunft keinen Content zu verpassen. Haut rein!